Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Und in der letzten Folge haben wir hier diesen kleinen Ofen gebaut, da drüben. Wir haben hier die ersten Förderbänder gelegt. Genauso haben wir hier vorne einen Güterbahnhof aufgestellt, damit wir hier dann Eisenerz hinliefern können. Später. So, aber ich habe beschlossen, als erstes tun wir mal Eisen produzieren, weil wir das mit Holz oder mit LKWs ganz einfach hier hinliefern können und somit hier drei Produktionen haben, die wir versorgen. Deswegen wir uns jetzt hier mit dem Tunnelbau auseinandersetzen müssen. Minus 3 runter. Förderband zu lange. Scheiß Ernst. Ich will doch nur ein... Das ist doch nicht so weit, das sind 200.000. Also bringt sich die grundsätzliche Idee schon mal absolut gar nichts. Ich muss jetzt per LKW-Transport darüber... Okay. Bedeutet, wir müssen jetzt hier erstmal eine Lagerhalle hinsetzen. Eine kleine. Ist toll, wir brauchen ja noch eine Lagerhalle dann rein, theoretisch, wenn wir es so sehen. Die schließen wir dann direkt hier hinten an. So, jetzt haben wir da schon mal einen Input. Jetzt ist die Frage, wo ist denn dann der Output? So, also was wichtig ist, dass wir hier mal sagen können, da stellen wir jetzt schon mal einen Instant-Dreher. Genau, da geht es dann raus. Und hier brauchen wir auch einen Anschluss noch. Einmal drehen bitte. Dann einmal bitte hier anschließen und hier ran. So. Du bist Kohle. Dann brauche ich LKWs kaufen. Eieiei. So ein Aufwand. Ich kann mir auch nur einen leisten. Du kriegst eine neue Route. Du bist Stahleisen Produktion Kohle. Machen wir okay drauf. Muss man halt hinzufügen. Du musst einmal hier in Prichtenstedt laden. Und dann hier drüben entladen. Kann ich auch schlagen. Nee, kann dann unter Details sagen: Hey, du bist Kohle. Und jetzt gebe ich ihm das Go. Und der fährt los. Perfekt. Er sollte sich unternehmen: Holzbretter. Ja, okay, das Holzbretter und dem ging mir noch tendenziell wurscht. Das ist die Frage, wo ist mein LKW wieder? Da, den. Da, okay, da ist er. Und der fährt jetzt hier hin. Leert aus. Die ersten 5 kommen rein. Also, ja, du musst noch kapieren, dass du Eisen bist. Zack. Schau mal, der eine reicht. Oh ja, das geht sich aus. Nice. Bedeutet, wir kriegen jetzt hier Stahl rein. Eisen. Bist du in der Reichweite von unserem Depot hier? Das ist jetzt die Frage. Logistik passt. Gut. Dann was haben sie denn hier jetzt gemacht? Was ist das denn? Ja, okay, wir müssen den Nachbarn schon ein bisschen aushelfen. Was wir jetzt noch bräuchten, ist nochmal ein LKW. Kaufen. Truck. Ja. Du kriegst jetzt auch eine neue Route. Das ist Eisenverkauf. Speichern als Eisenverkauf. Okay. Und dann wird halt hinzugefügt. Gehen hier hin. Laden. Halt hinzufügen. Hier hin. Entladen. Details. Du bist für Eisenbahn. Los geht's. Let's go, my friend. Geh, let's go, my friend. So. Ich muss beim anderen jetzt auch überlegen, wie ich das am besten ziehe, weil da sind jetzt überall auf dem Häuser entstanden. Die Stadt wächst auf einmal wie irre.
So, ihr müsst jetzt eigentlich hier hinkommen, oder? Und verkaufen. Ja, der lädt auf. Lädt 5 Eisen auf. Und wir gehen zum Verkaufen. Und die müssten jetzt auch langsam dann happy werden. Weil dann bekommen die auf einmal Eisen. Oh, die Produktion ist sogar voll. Bedeutet, wir tun nochmal einen LKW extra einstellen. Individuell wird zum Eisenverkauf. Und let's go. Perfekt, Eisen drauf. Das Problem ist eher, wenn er voll ist, dann können wir nicht verkaufen. Dann hängt die ganze Produktion ein bisschen hinterher einfach. Also alles hängt von der Verkaufsgeschwindigkeit grundsätzlich auch mal ab. Ich glaube irgendwie, dass wir noch einen LKW brauchen. Ich habe nicht mit so einer hohen Verkaufsrate gerechnet, ganz ehrlich. Eisenverkauf und auf geht es hier. Ich glaube, muss ich für nachher machen, so. Ja, ich glaube, wir kommen noch nicht mit dem Verkauf hinterher. Ist der leer? Warum fährst du rohes Eisen rum? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie er da drauf gekommen ist, aber er hat es gemacht. Okay, das ist natürlich auch interessant. Wer akzeptiert wieder Holzträger? Jetzt akzeptieren wir wieder Holz. Ja, du, das mit der Holzproduktion und so. Ja. Aber hey, jetzt haben wir hier nochmal einen Punkt aufgebaut. Und jetzt können wir nämlich auch hier rein theoretisch mit der Industrie, die jetzt steht. Sagen wir es was, ich baue jetzt einfach hier den Bahnhof hin. Kann ich Straßen kreuzen? Nein, darf ich nicht. So. Ich will jetzt, dass der rein theoretisch einfach hier runterfährt. Bescheuert, aber ja, machen wir trotzdem so. Der soll entweder jetzt einfach hier joinen. Oder, das ist jetzt die ganz andere wieder Idee. Er soll einfach hier auffahren eigentlich. Er soll da irgendwie auffahren. So. Also entweder da auffahren und wohin, aber im Grunde muss er nur dahin. Und dann kann ich hier noch sagen, okay, wenn du rauskommst, kannst du auch rein theoretisch. So machen können. So, zack. Warum hat er jetzt ein rotes Zeichen? Lol. So, das geht da drauf. So, das sind die einzigen, die jetzt hier stehen im Grunde. So, im Grunde soll er eh nur hier auffahren. Wir brauchen noch einen Zug dann dafür. Aber rein theoretisch sollte das jetzt nicht das größte Problem sein. Wie gesagt, wir nehmen uns mal hier das Depot vor. Gehen dann hier auf Kaufen. Wir kaufen uns noch so eine... Warum sind die teurer geworden? Okay, ich brauche so einen Wagen. Bedeutet, ich brauche ein bisschen was. Kommt es in Glasgow. Kommt das drauf. Das drauf. Das drauf. Das wäre so der Start, den ich gerne hätte. Eisenpuder, Eisenpuder, Eisenpuder. Eisenpuder. Ich finde es cool, dass du das einfach so rumschieben könntest. Rein theoretisch könnte ich jetzt weiterarbeiten.
Ich nehme noch einen dazu. Fürs Eisenpuder. So. Die Eisenproduktion läuft gut. Holz ist meh. Kohle ist auch gerade meh. Was auch immer jetzt hier passiert ist. Wir haben da ein Rot. Ignoriere Signal. Das ist das Problem bei meinen engen Strukturen hier. Die passen einfach nicht. Komm schon. Gib mir das bisschen Geld. Problem ist natürlich, wenn alles steht, dann kriege ich auch kein Geld und dann steigt nichts. Das ist eine Problematik. So, jetzt wird da 1000 gegeben, da 1000 gegeben, 1000, 1000, 1000. Ja, ich habe einen Zug. So, du kriegst jetzt eine individuelle Route. Halt hinzufügen. Hier musst du laden. Halt hinzufügen. Ja, ist gleich. Jetzt speichere, genau, genau. Und hier entladen. Alle Einheiten, was heißt die alle Einheiten? Ah, genau, okay. Man kann das so festlegen. Lol. Los geht's. Zug kann seinen Weg zum Ziel nicht finden. Ja, das könnte sein, weil hier... Das ist jetzt natürlich problematisch. Jetzt hat er was gefunden, John. Ich muss halt jetzt einfach hier... Das muss andersrum sein. Du musst weg, dann musst hier hin. Du gehst dahin. Lichtsignal und hier muss auch Lichtsignal. Der kriegt hier über Lichtsignal hin. Jetzt kann er nach hinten zum Verkaufen fahren. Unser kleiner Zug. So, rein da. Wir haben verkauft für 6000. Nice. Und das aufgenommen. Er hat's geschluckt. Es wird ihm aber auch nicht reichen, weil... Wir sind dafür gerade viel zu gut dran. Es ist jetzt gerade schrecklich, aber er hat immer noch was im Lager und verkaufen kann er. Auf jeden Fall sollte es verkaufen können, hoffe ich. Die Nachfrage steigt, ja, die Nachfrage steigt. Oh, ho, 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 ho. Jetzt kommt gleich wieder wahrscheinlich ein Versorgungszug. Müsste gleich da sein. Was ist er denn? Ah, der braucht. Ja, da muss man überlegen, ob man nicht einen zweiten Zug macht. Da muss ich aber bei Doppelschiene legen. Das wird dann auch wieder teuer. Die Schiene könnte teuer werden, aber ich glaube auch, dass sie gut wird. Es ist halt. Das ist der Timer, zieht, oder ich sehe, dass der Timer runterzieht. Was natürlich uncool ist, dass er halt... Ich habe mir gedacht, ich kann das jetzt so retten, aber... Ja, dann muss ich nochmal so machen, damit er halt besser steht. Er soll einfach besser stehen und dann muss ich ein paar Züge einsetzen einfach. Wie gesagt, da müssen wir halt hier eine Brücke drüber legen. Machen das zweispürig bis hier vorne. Tauschen den Bahnhof vielleicht auch gegen den doppelten... Bahnhof aus und fertig. Dann kann man das natürlich in großen Massen auch machen. Dann kann man die Massenproduktion erhöhen. Es geht ihm schlecht, aber er hält durch. Das ist gut. So. Was ist das denn? Eisenplatten. Sowas habe ich nicht im Angebot, Junge. Ja, stimmt, da wollte ich auch wieder einen LKW einsetzen. Totally forgotten. Kaufen. Eisenpuder. Kaufen. Du kriegst eine individuelle Route. Die bearbeiten wir. Du gehst hier hin, sagst laden. Und gehst hier hin und sagst entladen. Das natürlich nur wieder mit ihm hier. Let's go. Zack. Also die Stadt ist halt eh die beschäftigste bei mir. Weil hier hat sich alles drum angefangen zu drehen und dementsprechend hat sie sich ausgebaut. Und das ist halt bei mir jetzt so der Stand, ne? Das ist hier... meine Hauptcity mit dem Hauptverschiedenes Verkehrssystem, Alter.
dieses Verkehrssystem, ne, das ist ja auch schon wieder Katastrophe eigentlich, wenn man so sagen darf. Genauso, wenn ich das hier zweispurig mache und dann hier Brücken drüber lege. Das wird lustig. Ich hoffe halt, dass ich den Laden da hinten jetzt gerade halte. Oh ja, er ist grün. Ich halte ihn gerade, wie es ausschaut. Das ist super. Geliefert 50, Geld verdient 11.000. Was will man mehr? Ich kann bestimmt auch den Zug hier drin anschauen in der Liste. Dann sehen wir hier die Kohle. Macht 11.000. Der macht 31.000. Ist natürlich schon egal. Der macht natürlich nichts, weil der auf die ganzen Holz-LKW das verteilt. Und die machen 7, 9, 8, 9. 9. Die machen 14.000? Jeweils? Und die zwei, die Kohle machen auch 12. Also holla die Waldfee. Weißt du was? Ich will jetzt mal ein bisschen overtreiben. Wir machen jetzt hier... Nee, ich wollte ins Lager. Kaufen. Kann ich hier auch duplizieren? Anwenden. Oder noch einkaufen hier. So, zack. Kaufen. Den hier auf die erste Kohlelinie. Du hier auch auf die erste Kohlelinie. Alle losschicken. Verdoppeln wir mal die Leistung bei der Kohle. Ich glaube dass wir jetzt dann richtig einfach stehen werden. Wir werden jetzt einfach ein richtiges Stehproblem haben am Ende. Er kommt auch voran, bedeutet auch vorteilhaft natürlich. So. Die Kohle kommt. Das Eisen kommt immer noch hinterher, Alter. Die Nachfrage ist eh eigentlich hoch bei denen. Benötigte Bevölkerung ist 1076. Ist natürlich schon brutal aus. Ich höre jetzt aber trotzdem nochmal auch die Leistung verdoppeln. Im Bereich des Eisenverkaufs. Einfach damit das funktioniert. So. Eisenverkauf, Details, Eisen. Alle losschicken. Also das ist jetzt echt schon eine Busy City. Echt eine Busy City. Der hier oben macht jetzt wahrscheinlich richtig... Der muss so Kohle machen einfach. Das ist ja der Wahnsinn. Also den habe ich jetzt nochmal ein bisschen aufpumpt. Schauen wir mal. Jetzt könnte die Nachfrage natürlich auch steigen. Wie schaut das bei der Kohle aus? Die Kohle, ja... chillt. Jetzt habe ich da eigentlich ein extra mehr gegeben, damit die mehr zu tun hat. Aber sie hat es irgendwie gut unter Kontrolle. Aber wir haben ordentlich cool. Das ist wenigstens gut, dass das Geld so steigt jetzt. Also wie gesagt, man kann hier jetzt ja noch überlegen, eine Brücke mal drüber zu legen und alles. Brücke bauen. Das hat besser funktioniert wie erwartet, lol. So. Und dann reiße ich einmal das Stück ab, weil ich muss hier um die Ecke erst davor. So. Jetzt wäre das Teil sogar zweigleisig. Wenn man es so sieht. Schau, was verwendet er? Er wird, ich denke mal, jetzt fix die Brücke verwenden, ja. Aber Leute, ich würde sagen, das war es mal wieder aus unserer Chaotenstadt. Ihr seht schon, es entwickelt sich viel weiter. Wir haben jetzt hier drei Produktionen, die wir beliefern. Wir haben da drüben eine Produktion, die wir jetzt beliefern mit Eisen. Die ist natürlich noch nicht so happy, aber das werden wir auch noch hinkriegen, dass wir die happy machen. Die Stadt wächst aber auch ohne Gleichen. Die ist jetzt gewachsen. Ist die jetzt durch die den Eisenverkauf so gestiegen? Please, what? Das ist ja neue Gebäude finanzieren. Was? Ich kann Gebäude finanzieren? Das müssen wir auch mal probieren. Ah, dann in unsere Hauptcity. Hier. Kann ich das bestimmt auch machen, oder? Statistik. Da, neue Gebäude finanzieren für 525.000. Das werden wir auch mal probieren, denke ich. Ich werde mal bis zur nächsten Folge die Zinsen tilgen. Unsere ganzen Kosten, die wir haben, tilgen. Weil wir machen ja trotzdem, wo steht's denn, Kreditzins macht 10.000 aus. Ist immerhin etwas, wenn ihr es so seht. Klar, unsere neuen Fahrzeuge kosten teilweise mehr und unsere Gebäudewartungen.
Fahrzeugsbetriebskosten will ich gar nicht drüber reden, aber wir machen natürlich auch mit Handel und Passagier, ja, so gemütliche 230.000. Das ist natürlich etwas. Aber Leute, wie gesagt, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.